Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SRS Weißenthal mit Lukas. Ah, ich speichere mal wieder, vorsichtshalber. So. Ja. Wir haben in der letzten Folge hier das präpariert. Einmal rauf und einmal runter, aber nicht bis ganz nach oben. Genau. So. Ja, haben wir es probiert. Ja, jetzt werden wir weiter ein bisschen Schnee schieben. Also, ich kann jetzt aufmachen. Okay. Also Leute, ihr könnt es live miterleben. Sessellift 1 macht auf. Schlepplift 1. Mods. Ich kaufe noch eine Gemini. Fuck, es leckt gerade richtig von der Draufansicht. In der. Wie Weg. viele Schneekanonen? Aber deaktivierst du die Schneekanonen da jetzt, oder? Ja. Okay. Es leckt gerade. Ich weiß. Ja, ich fahre gerade auf FPS, warte kurz. Ich bin gerade Schneekanonen platzieren. Ja, ich habe auch kurz mal Pistenpunkt ausgemacht. Der wart mal. So, jetzt wieder flüssiger. Ja. Ja, cool, lol. Sorry, hat sich eh keiner hingesetzt. Nice. Das wäre gut komisch. So, dann Keine Sorge, schalte ich warte ich mit dich gleich hier mit auch mir. noch ein. Ich fahre jetzt gleich mit dem Ski rum und mache kurz alle Schneekanonen aus, bis auf zwei. Zwei werde ich anlassen, denn die müssen noch anlassen. Dann könntest du, wenn du Bock hast, wirklich rauffahren. Oder hier oben steht eh ein Pistenbully. Nee, ich fahr mit meinem rauf. Mit dem 600er. Ich fahre jetzt auch erstmal runter. Ah, und nebenbei beim Sessellift ist nebenbei ein großer Schneehaufen. Lass den bitte, weil da muss ich warten, bis das die Netze weg sind. Weißt du, damit dann warten, bis das die Netze weg sind. Bin ich blöd? Halt, warten, bis das die Netze weg sind zum der Einstieg hinschieben. Ach so, ja. Aber wo wir, glaube ich, auch so ziemlich das einzigste oder eins der wenigsten Skigebiete sind. Ja, wir machen gleich eine Talabfahrt auch fertig. Weil Ja. die zwei beschneie ich auch gleich das kleine Stück, bin ich auch gerade schon dabei. Achtung, ich muss noch mal ein paar Schneekanonen machen, platzieren. Ja, bei der 2 habe ich auch schon ein paar im 12er Ja, stehen. oder kannst du bei der 2, ja, kannst du hier weiter rauf noch ein paar Schneekanonen rauf tun? Meinst du das bei der 2, bei diesen, bei Bei welcher der meinst du? 2 von, wo es von der 1 zur 4 übergeht. Da, wenn du, warte, In dem drück. Zwischenstück da, den kleinen. Da, wo ich jetzt gerade fahre, drück mal I, nochmal I und dann 9, damit du die große Karte hast, da, wo ich gerade fahre. Okay. Siehst du, wo ich fahre? Da Ja. müsste man auch noch Und beschneien, da sind jetzt noch aber da keine. ist ja nochmal so ein Zwischenstück, wo lauter M12er stehen, oder? M12 Turmkanonen. 18, im M12 M18, gibt. ja. Ja, das ist hier, ja, da hast du, ja. Ja, okay. Ja, warte kurz, ich sortiere mal noch schnell unser Schneekanonenlager. Also machen wir hier auf. Jetzt schon. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aber soll ich den Lift schon mal laufen lassen? Lass ihn, nein, warte. Du musst die Schleppliftspur hier noch präparieren. Ja, das meine ich ja. Deswegen Das sage ich, kann ich ich warte sonst auch kurz. machen, weil ich hole mir jetzt die Fräse und dann kann ich hier einfach schnell rauffahren sonst. Nee, ich fahre jetzt mit dem 600 drauf. Und zu der Schlepplift ein. Ein Schlepplift Einlass, Einstieg auch noch, da ist noch ganz grün. Wo? Schlepplift Einlass, Einstieg. Habe ich jetzt gerade eine Schneekanone aktiviert. Sekunde. Hier, wo ich gerade oben bin. Warte kurz.
Beim Schlepplift der Einstieg. Ist noch okay. Ganz grün. Also beim Ausstieg weiß ich, dass beim Ausstieg steht, beim Ausstieg habe ich extra eine Schneekanone hin. Ach so, ja, neu stimmt. Ups, ich bin gerade voll, ich bin gerade voll in den Traktor rein, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ja, warte mal kurz. So, nehme ich das an. Nice. Warte, wenn ich hinten, nee, wenn ich, was mache ich? Wenn ich das ausgewählt habe, kann ich das Schild bewegen. Kann ich aber das runterlassen und kann die Matten auch bewegen. Die Lappe, die Ding da, okay, nice. So, ich präpariere. Soll ich die präparieren? Weil ich muss jetzt sowieso rauffahren. Soll ich da jetzt gleich die Ding präparieren oder? Nee, ich komme auch gleich mit rauf, warte kurz. Ich fahre dann hier außen. Hier gehört auch. Also. Du hast hier zum Dengelift noch nicht präpariert, hast du das? Zur Sesselbar bin ich ja, blöd. Das hast du ja angemacht. Das hast du ja angemacht. Aha. Also Schlepplift funktioniert. Ist an. Nice. Mach jetzt hier noch schnell Schlepplift, Fassade noch. Wie hast du über Shift kein Ding aufgemacht? Okay, nice. Ja. Warte kurz, ich spazier mal hier schon ein paar Schneekanonen. Haben wir überhaupt jetzt noch Plusgrad, Minusgrade? Schau mal kurz nach. Können wir überhaupt noch schneiden? Schau mal kurz nach. Machst du oder soll ich? Ja, ich spazier gerade Schneekanonen, mach mal du schnell. Hier heute, ja, am Tag minus 7 und in der Nacht minus 20, das ist ja finde ich. Achso, nee, warte, ich bin am Freitag, upala. Heute, ja, aber am Tag minus 3 und in der Nacht minus 12. Morgen dann haben wir am Tag 3 Grad, da können wir nicht. Morgen, ja. Morgen und am Tag. Aber da schauen wir, dass wir die schon herunten auf jeden Fall offen haben. Also herunten sind meine Spur schon offen. Macht's überhaupt Sinn, wenn wir jetzt schon aufmachen, weil unterm Tag um 11 Uhr jetzt, beziehungsweise noch nicht ganz, auf einmal machen wir auf. Das ergibt ja auch irgendwie wenig Sinn. Nee. Aber ich habe die Gondelbahn jetzt auch schon mal angemacht, weil einfach damit es realistisch ist, oben spazieren Leute einfach so zum Spazieren halt. Ja. Warte, die Betriebsleitung von der Gondelbahn. Nee, die lassen wir nicht fahren, die Bahn. Stimmt. Weil wenn man die Betriebsleitung auf Computer macht, würde der Computer dann die ganze Zeit hin und her fahren? Könnte sein. Aber das machen wir bei der Bahn auf jeden Fall nicht, dass die rumfährt, weil dann spielt das Spiel ab. Obwohl Schütze spielt nur ab, wenn jemand drin sitzt. Keine Ahnung, ich will es auch nicht ausprobieren. Ich jetzt gerade auch nicht, aber irgendwann mal auf jeden Fall, damit ich dann zum Testen halt dann geht, dann würde ich schon mal machen. Ja. So,
So Leute, ja, ich fahre hier gerade ein bisschen unrealistisch, aber ich will einfach das Schild nicht verstellen, weil es hier jetzt einfach gerade so eine gute Position hat. Die eine TF10 mache ich mal ganz aus, weil die ist fertig geschnallt. Wo meinst du jetzt gerade? TF10 unten, ne? Ah, TF10, ja. Elsenbodenbahn oben. Ja, genau. Ah, oben. Ja. Oh, ah, die, was ganz bei der Station ist. Ja. Ja, aber ist der innige ganz, wo mir ein grüner Fleck, weil da war. Ich habe angewählt im ersten, weil da noch wo grüne Flecken waren und zum bisschen rumschieben bei den Einstiegen, damit da genug Schnee ist. Geht eigentlich. Okay. Aber wenn du gerade in den Schneekanonen rumtappst, könntest du die zwei hier unten ausmachen. Die welche? Zwei Gemini. Ich bin ja nicht gerade rumgetappt, ich habe ja gerade bloß ein bisschen geguckt. Also. Bei ja Elsenbodenbahn oben, das ja, ist der ITF10 läuft noch oben. Ich habe den falschen Lift hier. Das passt. Upsala. Machen wir jetzt schon eine Piste auf? Machen wir die vier schon auf oder gar morgen? Lass den morgen aufmachen. Okay. Jetzt gehe ich mal. Ich mache mal kurz hier ein bisschen. Ich bin jetzt hier auf Breite beschneiden. Was? Gehst du jetzt schon auf Breite? Bei dir oben, ja. Schon? Ja, es ist eine sehr schmale Strecke. Ja, teilweise. Aber ich habe schon teilweise so Schneekanonen ausgeschaltet. Hast du da jetzt wieder ein paar angeschaltet, oder wie? Also ganz oben sind alle noch angewiesen. Ja, ja, ganz oben, aber ein bisschen weiter herunter. Ne, unten habe ich, unten gehe ich gerade noch nicht auf Breit beschneiden. Ich gehe jetzt gerade bloß oben auf Breit beschneiden. Okay. So, dann fahre ich hier ein Stückchen zurück. Achso, ja. Irgendwie leckt's gerade. Ah ja, auf, okay, so. So. Hey, es leckt. Was machst du gerade oben? Gar nichts, es leckt mir gar nicht. Okay. Hey, wie brennt da irgendein Handy? Okay, hier kann man jetzt auch voll aufmachen. Also ich spur es dann gleich mal ganz nach unten durch, also von... Ich spur es dann mal die ganze 5 mal durch. Ja, passt. Auch den oberen Teil, den du halt noch nicht angefangen hast zu spuren. Okay. Ja, ich fahre jetzt auch gerade wieder rauf. Ja. So. Dann machen wir oben bei der Elsenbodenbahn dann mal ein paar TF10er aus, weil die brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr so sehr. Ja, keine Ahnung. Ich schaue es mir gleich an. Ich fahre gerade rauf. Die Lanzen brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich. Die Lanzen ganz oben, ne, denke ich auch nicht. Nee, kommt zum Haus. Sind hier jetzt schon Schneekanonen? Ne. Hast du noch welche hier oben, die weiß man ein bisschen, wo ich montieren kann? Unten? Ja. Da also sind die schon alle im Depot. Sind schon alle im Depot, bis auf eine, aber die bleibt da auch stehen. Okay. Die eine, die bleibt stehen, weil die ist für einen Ausstieg gedacht, weil da relativ wenig Schnee mal liegt, deswegen. Ja. Hast du ja selber gesehen, wie wenig Schnee da liegt. Ja. Weil hier die zwei, da ist noch ist ein Stückchen keine Pisten, kein Ding. Bei welcher? Zwei. Das ja. Stückchen, wo ich vorher gemeint habe. Ich präpariere jetzt mal die zwei hier, den oberen Teil. Beziehungsweise mal wenigstens mal ein bisschen Ding. Aber eigentlich müssten wir schon schauen, dass hier wenigstens die zwei runter. Ne, schon mal wieder etwas
breite gespurt ist, weil halt, wenn dann alle am Nachmittag runter wollen, dann und hier ein ganz kleines Ding offen ist, ist halt auch. Weißt du, wie ich meine? Naja, ja, ich weiß nicht, was. Jetzt, wenn man es realistisch sieht. Ja, ist es auch so. Oh, verdammt! Kollision. Dann bekommen wir die hier nicht weg. Kennst du das Skigebiet St. Johann? Ja. St. Johann in Tirol. Ja. Bist du da schon mal gefahren? Einmal. Okay, wir fahren da eigentlich immer hin. Und da, da ist, gibt's ja jetzt einen neuen Sessel. Wie, wann warst du da? 3 Jahren. Okay. Na, da gibt's jetzt. Nee, ich glaube seit 2 Jahren ist der. Ja, auf jeden Fall gibt's jetzt 2 neue Bahnen. Auf jeden Fall die eine, da war auch so die Überlegung, ob sie da mit der ganz rauf fahren, bis zur, also halt ganz rauf. Aber dann haben sie es doch nicht gemacht, weil sie gemeint haben, irgendwie, dass sie oben dann die Leute nicht wegbekommen, weil da eine kleine Engstelle ist, so eine kleine Piste runter. Es sind zwar mehr Pisten runter, aber die Hauptpiste, da gibt es einmal noch eine Piste halt rüber, aber die ist einmal steil, dann gibt es noch einen ganz flachen Weg rüber. Der geht aber rüber, da wo zu einem Gebiet, das sind nur steile Pisten eigentlich. Und ja. Und jetzt bauen kommst sie aber dann eventuell. Was? Kommst du da? Ja, jetzt mal kurz weiter. Ja, jetzt bauen sie aber, also ist jetzt nichts sicher oder so und hat auch niemand von den Bergbahnen was gesagt. Aber das nächste sinnvolle wäre der Jodelalmbahn, den kennst du, wenn du dort warst, kennst du den auch sicher. Das ist der alte Zweier. Mhm. Ja, den will, also den glaube ich, der wird jetzt auch bald mal neu gemacht. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder die Diskussion kommen, ob sie den ganz rauf machen. Aber ich denke fast schon. Ja, fahr halt mal ganz nach oben, dann kannst du mal gucken, wie gerade die Piste so ist. Ja, ich bin hier gerade bei der 2, ja. Weil oben bist du nämlich daher, da weiß ich nämlich gar nichts, das habe ich nicht beschneit. Das musst du machen. Ja, was bist brauchst du da? Oben bist du der Schneimeister. Ja, was brauchst du da? Ja, fahr mal nach oben. Ja, ganz nach oben. Also bis ganz da oben, bis zum Ausstieg. Ja, okay. Da ist ein Bodenbahn. Was, ja, aber da ganz oben, da war ich auch erst zweimal. Dann wird's halt, von Schnee her musst du halt gucken, weil ich weiß nicht, wie du es da oben machen willst. Ja, einfach Schnee auf die Piste. Ja, da, du bist da oben der Schneemeister. Ja, ich bin fürs untere Teil zuständig. Ich bin für den unteren Teil zuständig. So, hier den Haufen lasse ich. So, hier lasse ich mir einen Haufen, weil wenn der Ausstieg ist, dann lasse ich. Hey, da ist ja jetzt schon der Haufen ist ja viel kleiner geworden. Ja. So, dann lasse ich das auch schnell mal runter. Kommst du auch mit drauf oder nicht? Ja. Hey Markus, wie bekommst du deinen Finisher? Was? Hey, einen Finisher. Warte kurz, der eine rechte Finisher ist ausgeklappt, funktioniert das? Ich habe mir das bei den Tastaturbelegungen kannst du dir das einstellen. Ich habe mir das beim Sidepanel wo hin, aber es geht auf jeden Fall auch mit Tastatur Standard belegt. Ja. D, nee, C, ah ja C, egal. Ah, mit Y und X. Aha. Gut zu wissen. Aber ich habe mir das bei mir auf das Sidepanel hier belegt. Unter anderem halt, also bei Tastatur ist es ja weiterhin eh noch. So 19 Minuten, okay. Hä, wo hast du hier hin beschnien? Oder habt ihr sich so gestellt? Nee, ich hab's jetzt so breit gestellt. Ich hab gesagt, da bei ein paar Schneekanonen mache ich schon noch ein bisschen auf breit. Hier ist auch noch eine kleine Engstelle.
fahre mal weiter links von dir weg. Ja. So, wer hat mir da gerade auf WhatsApp geschrieben? Handy weg vom Steuer. Ja. Wir sind ja eh nicht auf der Straße. Hier ist wieder mal eine unsichtbare Kollision. Ups. Grüße geht auf jeden Fall raus an der dafür verantwortlich ist. Wahrscheinlich habe ich an der Mebron gepfuscht. Nee, habe ich nicht, weil sonst nicht miteinander spielen könnten hier auf der Standard. Und außerdem habe ich bei SS bei Kane Modus dran gepfuscht. Bei SS. Oder Lukas, bei SS habe ich bei Kane Modus was dran gepfuscht. Nicht so wie ein LS. Ja, aber nee, da habe ich nicht rumgepfuscht, da habe ich schon das Beste gemacht. Zum Beispiel bei dem Modding-Wild-Paket habe ich alle Modding-Wild-Werbungsschilder weggemacht. Ich bin ganz fies. So, ich würde sagen, die können wir hier auch schon. Ja, ich muss angemacht, weil nochmal ein grüner Fleck war, deswegen. Was? Ich glaube, ich muss angemacht, weil ein grüner Fleck war. Okay, ja. Was machst du? Achtung! Was machst du? So, und er hat jetzt schon wieder geschrieben. So. Ja. Warte kurz, man müsste hier die Sechs runterfahren. Was? Die Sechs, man müsste die irgendwann machen. Ja, ich würde sagen, schauen wir erstmal, dass die 5 offen ist. Ja, damit wir die erste Talerfahrt, die Talerfahrt müssen wir auf jeden Fall schaffen. Ja, das ist jetzt einmal die 5 und die 2. Damit, wenn wir die mal haben, dann würde ich sagen, schauen wir, was wir als nächstes aufmachen. Okay, ja. Wahrscheinlich dann eh hier die oben. Eigentlich die Schneekanonen können wir auch schon ausschalten. Ah, kannst du bitte die Matten gleich überall rauf machen? Mein Pistenbulli rutscht, das muss ich mal mit dem Shido machen. Hä, wie der rutscht? Der ist gerade runtergerollt, weil er nicht an dem Seil war, weil es zu steil ist. Das habe ich noch nie gehabt, dass mein Pistenbulli gerutscht ist. Hä, hey, zeig mal! Ja, auf Großeck, da rutschen die Bistenbullis weg. Ja, das sind schwarze Bisten. Da sind wirklich schwarze Pisten. Da braucht man das Seil, sonst kommt man da wirklich nicht drauf. Ich dachte aber immer, das Seil wäre nur zur Dekoration. Nee, aber Großeck macht Spaß zu spielen. Ja, so finde ich. Ja, das war gerade unnötig, warum ich in der Fall raufgefahren bin. Ja, so ist eine geile Karte. Ich würde es geiler finden, wenn SBC halt wäre. Ja. Mach mal was. Was machst du? Kannst du bitte die Matten auf allen Schneekanonen, kannst du bitte mal durchdeppen und die Matten drauf machen? Da musst du die Schneekanone anlassen. Was? Da musst du die Schneekanone anlassen. Weil hier, damit ich es noch ein bisschen breiter mache. Die Olga.
Eigentlich können wir schon alle Schneeknochen ausschalten, oder? Da, jetzt rollt mein Pistenhut, jetzt fährt er runter. Bleib, lass. Ja, mein. Guck. Ja. So, aber wir sind auch schon wieder bei 25 Minuten angelangt. Gut, dann danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich echt freuen. Könnt euch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Und dann, ciao. Ciao. Und da. Ja, passt. Nein, lass sie oben. Das ist. Dann klopft sie besser ab. Lass. Willst du sie nicht nochmal genauer anschauen, die Messe? Ja, nee, geh runter. Nee, aber tu sie mal kurz nach unten, die Fräse. Ja. Dann steig mal kurz, komm mal kurz hier. Dann weißt du, warum ich das ganz so hässlich finde. Was? Schau mal, wie das aussieht. Ja, und? Ja, ich hab extra die was so schneeig ist, genommen. Gibt eine normale auch ohne. Na, ich hab ja blinklich noch, ja. Haben die Winde immer so nach hinten, ne? Nur die Brennnutze, oder was? Ja, es fällt mir immer, so auf. Okay. Muss ich mal schauen, ey. Muss ich mal schauen, okay, lol.